Hey, was machst du da? Das geht dich nichts an. Was willst du? Ich suche nur nach einem Buch. Ich will keinen Ärger. Du siehst Bücher, wir sehen Toilettenpapier. Geh und such dir eine andere Bibliothek. Ich war gerade in einer und ich kann nicht zulassen, dass ihr diese Bücher zerreißt. Du kannst das nicht zulassen? Ach, bitte. Jungs, schnappt ihn euch. Lasst uns seinen Leichnam plündern. Gefällt dir das? Versuch das mal! Thank you.
Sonnenblumen. Stimmt was nicht? Nein, nichts. Spreche mit mir selbst. Das ist alles. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Aber okay. Es ist nur, man kann nichts machen. Es gibt zu viele von ihnen. Zu viele wovon? Abtrünnige. Heruntergekommen. Vor 6 Monaten haben sie meinen Sohn Rook entführt. Und sie haben mich gezwungen, Drogen für sie herzustellen. Ich pass schon auf. Ich folge. Ich habe seit 6 Monaten kein Auge zugemacht. Jetzt hörst du mir.
helfen, Leute! Jetzt bist du dran. Bereit zu sterben. Du. Wie es scheint, hat sie mit Tyler geschlafen. Dem Typen, der die Schichten verteilt. Und weitere großartige Werke gerettet. Dein Einsatz ist wirklich rührend. Ha! Gullivers Reisen. Jonathan Swift war ein brillanter Satiriker. Hier hat er sich an der menschlichen Natur und am Genre der Reiseberichte versucht. Wunderbar. Ich fürchte, unsere Welt hat die Fähigkeit verloren, die Feinheiten guter Satire zu schätzen. Aber wenn sie diese Fähigkeit wiederfindet, wird dieses Buch auf sie warten, dank dir. Unsere Bibliothek wächst, Aiden. Nicht nur was die Anzahl der Bücher angeht, sondern auch was die Menge des Wissens, der Weisheit, der Geschichte und noch mehr betrifft. Wir müssen sie weiter ausbauen, Aiden. Lass uns aber zuerst noch ein paar Sammlungen für dich finden. Bleib auf Empfang.